Jawohl, meine Lieben, heute gibt es ein DIY zum Thema Espadrilles und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und zwar gibt es davon so ein Set. In dem Set sind die Sohle und ein Schnittmuster enthalten. Wer nicht so ein Set kaufen möchte und noch alte Espadrilles hat, weil ihr braucht ja auf jeden Fall die Sohle, der kann natürlich seine alten Espadrilles nehmen, so wie die jetzt hier von mir, und könnte einfach den Stoff außen abtrennen und den alten Stoff als Schnittmuster benutzen. Ich starte aber jetzt mit euch bei Null mit dem Set, weil ich meine alten auch noch gerne trage. Ihr könnt entweder diesen fertigen Stoff kaufen, den gibt es auch in den gleichen Nähgeschäften oder online, wo ihr auch die Sohlen bekommt. Oder ihr nehmt halt einen anderen Stoff. Am besten würde ich euch empfehlen, 100% Baumwolle zu nehmen, die ein bisschen fester ist. Und Stoffe, die ihr kauft, sind eigentlich immer 1,40 breit, also würden euch 40 cm reichen. Und zwar habe ich mir diesen Jeansstoff hier, diesen hellen, geholt und habe auch direkt ein bisschen mehr genommen, denn ich will mir noch eine passende Beuteltasche dazu machen, und zwar die, die ich schon mal in einem Video gemacht habe. Also wenn ihr auch Lust habt, passende Schuhe zu eurer Tasche zu haben, dann kauft ihr einfach ein bisschen mehr Stoff. Ihr könnt entweder nähen oder ihr nehmt euch Textilkleber. Textilkleber hatte ich mir extra für euch besorgt, deshalb mache ich jetzt die Variante mit dem Textilkleber. Ich sage euch aber immer an dem Schritt, wo ich gerade bin, wie ihr dann nähen könnt, weil ich weiß ja mittlerweile, dass einige gerne den Textilkleber benutzen, aber einige auch gerne nähen. Und das Coole ist, es funktioniert mit beidem. Also ihr könnt sowohl nähen als auch Textilkleber benutzen. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und dafür nehmt ihr euch als allererstes dieses Set hier. Und in dem Set enthalten sind ja, wie gesagt, die Sohlen und das Schnittmuster. Da habt ihr einmal auf der einen Seite hier das hintere Teil, also dieses Stück hier. Und auf der anderen Seite hättet ihr dieses vorne. Und zwar seht ihr hier oben, welche Linie ihr verwenden müsst, kommt darauf an, welche Schuhgröße ihr habt. Aber wenn man ein kleines Schnittmuster hat, dann nehme ich alternativ immer einfach Backpapier. Also habe ich mir so eine Rolle Backpapier genommen und werde jetzt einfach abpausen. Da ich eine Größe 38 habe, und hier ist das ganz gut erklärt, normal gestrichelte Linie ist 38 und das ist diese hier. Dann nehme ich mir das Backpapier zur Hand. Da kann man super durchgucken, nehme mir einfach einen Stift dazu und fange an, die Linie nachzutragen. So sehen dann meine fertigen Schnittteile aus. Und schaut auf jeden Fall, dass ihr die Schnittmuster im Fadenlauf nicht. Also dies hier ist der Fadenlauf, den wir hier eingezeichnet haben. Und den Fadenlauf, wer das nicht weiß, erkennt man hier an dieser Kante. Bei dem zweiten Schnittteil haben wir im Prinzip genau das gleiche wie hier. Wie ihr seht, diese Linie ist wieder euer Fadenlauf. Ihr müsst daran denken, dass ihr jetzt, wenn ihr das macht, 1 cm Nahtzugabe gebt. Und es sieht dann so aus und wieder vorne. Und das natürlich zweimal. Einmal für den linken und einmal für den rechten Schuh. So, dann können wir eigentlich schon unser Bügeleisen zur Hand nehmen. Wenn ihr keins habt, ist es nicht so schlimm, aber es ist einfacher, wenn ihr bügelt. Die Kurve, die so ein bisschen so geht hier oben, legt ihr so um. Wer sich damit leichter tut, nimmt sich wieder ein paar Stecknadeln zur Hand. Bei dem anderen Teil ist es hier oben diese Kante. So, jetzt seid ihr eigentlich an dem Punkt, wo ihr euch überlegen könnt, wollt ihr nähen oder wollt ihr den Kleber benutzen? Wenn ihr nähen wollt, dann näht ihr quasi hier an der Kante, steppt ihr entlang. Wenn ihr kleben wollt, dann nehmt ihr euch einfach den Kleber, klebt hier unten. Ich befestige das am Ende nochmal mit den Stecknadeln, bis es trocken ist. Das gleiche mache ich mit diesem Schnittteil natürlich auch noch.
So, wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, dann könnt ihr hier die Stecknadeln einfach rausziehen. Dann nehmt ihr euch die Sohle und hinten war ein Knips für die hintere Mitte. Das heißt, die könnt ihr ungefähr hier befestigen. Da ich ja das Ganze mit Textilkleber mache, nehme ich mir jetzt den Textilkleber und fange an, immer die Stecknadeln hochzuheben, bis ein Textilkleber runter und wieder reinzupinnen. Solltet ihr nähen, müsst ihr im Prinzip jetzt noch nichts machen, sondern könnt gleich mit dem nächsten Step weitermachen, wenn ich den gleich erkläre. Die nähen, können das so feststecken, wie wir es eben festgesteckt haben. Und dann nehmen wir uns jetzt das vordere Teil und machen das ziemlich genauso. Und zwar, dass wir wieder die Nahtzugabe reinklappen und dann festpinnen. Auch hier bei diesem Schnittteil gibt es einen vorderen Mitte-Knips, den ihr dann in die vordere Mitte platzieren könnt. Für alle die kleben wollen, wir gehen wieder genauso vor wie eben mit dem Kleber, stecken alle hoch, ein bisschen Kleber drunter und dann draufstecken. Für alle, die nähen wollen, zeige ich euch den besonderen Nähstich, den man bei diesen Espadrilles verwendet. Wenn ihr euch anderes Nähgarn holen möchtet, ist das gar kein Problem. Dieses hier gibt es aber auch in vielen verschiedenen Farben. Achtet nur darauf, dass es sehr dick sein muss. Wie du hier sehen kannst, musst du immer eine Schlaufe nehmen, ungefähr im gleichen Abstand. Egal für welche von beiden Varianten ihr euch entschieden habt, ob zu nähen oder zu kleben, jetzt seid ihr schon fertig. Denn ihr müsst jetzt nur noch die Stecknadeln rausziehen und dann habt ihr eure Espadrilles. Meine Lieben, das war's zum Thema DIY Espadrilles. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich weiß, diesmal war es ein bisschen komplizierter. Deshalb ist das Video auch etwas länger geworden, weil ich möchte euch trotzdem alles Schritt für Schritt erklären, damit ihr es auch wirklich nachmachen könnt, weil das ist ja Sinn der Sache. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wer es noch nicht getan hat, neben mir geht es wie immer zum Abonnier-Button. Und unsere letzten zwei Videos findet ihr hier unter mir. Wer noch Fragen hat zum Thema oder Wünsche und Anregungen, wie immer könnt ihr sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich darüber. Also, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.